Hallo YouTube, das ist so merkwürdig, das gerade auszusprechen. Und ich hätte nicht gedacht, dass mein YouTube-Debüt so random kommt. Aber ich dachte, das, was ich in nächster Zeit so vorhabe, ist vielleicht eine super coole Sache, die man auch auf YouTube mitvloggen kann und irgendwie ausführlicher teilen kann. Ich werde mich auch nochmal bei euch vorstellen. Ich bin Maria, ich bin 22, ich komme aus Hamburg, born and raised, studiere hier Humanmedizin im 7. Semester und ich habe bereits im 1. Semester angefangen, mein Studium, mein Life, meine Struggles auf TikTok und Instagram zu teilen. Das hat sich einfach total zu meiner Leidenschaft entwickelt und ich konnte auf beiden Plattformen schon so tolle Communities aufbauen und tolle Kontakte herstellen und wirklich den Leuten, die mich auf diesen Plattformen verfolgen, irgendwie einen Mehrwert geben. Ich versuche immer super ehrliche Einblicke zu geben ins Unileben, in Probleme, die man in der Zeit haben kann. Und tatsächlich seit so einem Jahr ungefähr habe ich mich auch so ein bisschen in die Beauty-Nische bewegt, beziehungsweise aktuell auch ziemlich stark. Denn, fast viele gar nicht wissen, meine Mission, warum ich überhaupt Medizin studiere, ist, weil ich eine sehr große Leidenschaft für Hauterkrankungen habe. Ich persönlich habe selber chronisch entzündliche Hauterkrankungen, und zwar Schuppenflechte und Neurodermitis und Akne habe ich tatsächlich auch. Also ich habe wirklich alles mitgenommen und ich gebe da einfach sehr, sehr gerne meine Tipps und das ist einfach eine große Passion von mir. Und ich dachte, da ich jetzt auch etwas weiter in meinem Studium bin, kann man das auch durchaus machen. Ich wollte euch heute ein kleines Q&A abfilmen, denn ich habe was sehr, sehr Cooles geplant. Und zwar mache ich meine erste Formulatur, also mein erstes Pflichtpraktikum in einer medizinischen Fachrichtung im Ausland. Voice Crack. Die mich auf TikTok verfolgt haben, die wissen, dass ich schon mal einen Monat Pflegepraktikum im Ausland gemacht habe, aber eben in Europa. Ich war dort in Südfrankreich. Das war auch eine super tolle Erfahrung und ich habe mir geschworen, Maria, wenn es wirklich losgeht mit der Klinik, wenn du wirklich anfängst, richtig medizinisches Wissen zu sammeln, dann machst du das nochmal im Ausland. Und diesmal bin ich ziemlich weit weg von zu Hause. Es geht für mich nach Ostafrika. Und zwar nach Sansibar. Sansibar ist eine Insel im Indischen Ozean und sie gehört zu Tansania. Und ich werde dort sehr wahrscheinlich auch in der Dermatologie sein, weil ich es einfach super spannend finde, auch Hauterkrankungen auf schwarzer Haut zu sehen. Ich finde, das wird total ausgelassen hier in der Lehre und das will ich halt einfach gerne ein bisschen üben. Und falls ich dann noch Einblicke in andere Fachrichtungen bekomme, bin ich umso glücklicher. Und ich habe mich ziemlich spontan beworben und es war alles in letzter Zeit super spontan mit der Organisation und ich weiß, dass super viele von euch das auch gerne machen würden und es ein bisschen an der Organisation scheitert. Deswegen ist dieses Video dafür da, euch ein paar Tipps zu geben und ein paar Fragen zu beantworten, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Ich schaue mal in die Fragen und tatsächlich sehe ich direkt, die meistgestellteste Frage ist wirklich, wie hast du die Stelle gefunden und wie läuft das Ganze mit der Organisation? Also, wenn ihr ins Ausland gehen wollt als Medizinstudentin oder als Medizinstudent, dann gibt es immer super viele Internetseiten, die Erfahrungsberichte anderer Studenten teilen. Und ich habe mir eben super viele darüber durchgelesen und es kam halt verhäuft tatsächlich Sansibar vor. Also ich denke, viele Medizinstudenten waren da schon und ich habe auch gesehen, dass es rein theoretisch relativ unproblematisch sein sollte, sich dort beim Krankenhaus direkt zu bewerben. Ich habe das tatsächlich auch probiert, aber ich glaube, vielleicht war die Bürokratie einfach ein bisschen langsamer oder meine Bewerbung ist untergegangen. Deswegen habe ich halt super lange keine Antwort erhalten und habe mich dann einfach weiter schlau gemacht und bin dann auf eine Organisation gestoßen, die halt eben solche Freiwilligendienste oder auch Praktika im medizinischen Bereich organisieren. Diese Organisation heißt World Unite. Man meldet sich dort an, man zahlt auch eine Service-Fee dafür, dass sie sich sozusagen um die ganze Organisation kümmern. Also du schickst dort einmal alle Dokumente hin, die schicken das ans Krankenhaus, man kriegt dann Feedback, ob man genommen wurde oder nicht. Und im weiteren Verlauf fand ich das jetzt in der Planung auch super erleichternd, weil man immer Ansprechpartner hatte und ich werde auch dort auf Sansibar immer einen Ansprechpartner haben, den ich 24 Stunden am Tag erreichen kann. Und da ich persönlich noch nicht so viele Solo-Reisen gemacht habe, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke, man kriegt es aber auch alleine hin. Ich fand es aber auf diesem Weg viel, viel einfacher und viel besser. Das nächste Organisatorische, was natürlich super wichtig ist, sind die Flüge. Ich habe mich entschlossen, aus Frankfurt am Main zu fliegen, weil es einfach günstiger war und schneller. Ich kann euch auch die Airline Condor sehr empfehlen, denn die bieten halt auch meiner Meinung nach die besten Preise für
Flüge nach Sansibar an. Ich muss trotzdem einmal umsteigen in Kenia, aber das ist an sich überhaupt nicht problematisch. Ich fliege einmal durch die Nacht und der Rückweg ist auch ohne ein richtig langes Layover oder so. Tatsächlich waren die Flüge trotzdem nicht günstig. Ich glaube, ich habe für meinen Flug knapp 900 Euro mit Gepäck gezahlt. Ich habe halt auch aufgegebenes Gepäck, weil anders kann ich diese ganzen Sachen, die ich noch mitnehmen muss, gar nicht einpacken. Und noch eine weitere Frage, die dann in dem Zuge oft kam, ist, wie ich das denn mit der Unterkunft mache. Ich persönlich habe mich entschieden, auch das über die Organisation World Unite laufen zu lassen. Ich habe mich nämlich für eine WG-Unterbringung entschieden. Es gibt nämlich dort so ein gemeinsames Wohnhaus, das werde ich euch auch in den nächsten Vlogs auf jeden Fall zeigen. Und in diesem Wohnhaus kann man sich eben mit anderen freiwilligen Arbeitern, ich kann kein Deutsch, sorry, dort kann man sich auf jeden Fall mit anderen Volunteers irgendwie zusammentun, direkt ein paar Leute kennenlernen. Man kann sich aussuchen, ob man dort ein Mehrbettzimmer oder ein Einzelzimmer möchte. Ich habe dort ein Einzelzimmer gewählt und dort werde ich, glaube ich, knapp 3 Wochen drin leben. Und tatsächlich den Rest der Zeit wollte ich noch ein bisschen die Insel erkunden und mir dann eine andere Unterkunft suchen. Mein Freund wird mich auch besuchen kommen und ich habe mich auch entschieden, mein Praktikum nur 15 Tage zu machen. Eigentlich sind Formulaturen ja immer 30 Tage lang, aber von der Stadt Hamburg wird uns einfach erlaubt, das aufzuteilen, zumindest ein Praktikum. Und da meine Semesterferien auch eh nur super kurz sind und ich halt auch ein bisschen wirklich Zeit für Unternehmungen nutzen will, vielleicht eine Safari machen möchte, habe ich mich einfach dafür entschieden. Aber ihr könnt auch natürlich länger bleiben. Das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, wie lange ich dort sein werde. Ich werde dort genau 4 Wochen sein, eigentlich vom 1. bis zum 30. März. Dann kam die nächste Frage, wie dort denn das Gesundheitssystem und die medizinische Versorgung allgemein ist. Ich war ja tatsächlich noch nicht dort, aber ich habe mich schon ein bisschen informiert und es ist auf jeden Fall anders als hier in Europa. Ich habe ja auch noch ein anderes europäisches Gesundheitssystem kennengelernt, das französische, und das konnte man sehr gut vergleichen. Ich glaube, da wird der Vergleich schwieriger. Mir wurde zum Beispiel von der Organisation jetzt halt schon gesagt, dass ich meine eigene Kleidung mitbringen soll. Das würde man ja in Deutschland tatsächlich nicht machen. Und dass ich einen Vorrat an Handschuhen und Desinfektionsmittel dabei haben sollte. Und ich habe auch in einigen Erfahrungsberichten gelesen, dass es eben halt nicht immer üblich ist, dass genug da ist. Und sowas kann man sich zum Beispiel bei uns auch nicht vorstellen. Und ich werde euch einmal kurz zeigen, YouTube weiß das ja noch nicht, aber meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall rosa. Ich war echt traurig, dass es bei der Arbeitskleidung die Vorgabe blau gab. Die Handschuhe habe ich nämlich direkt in rosa gekauft, weil da wurde mir keine Farbangabe gemacht. Und ja, ich finde das alles aber nicht schlimm, beziehungsweise ich finde es wichtig, als Person im Gesundheitssystem auch andere Gesundheitssysteme kennenzulernen. Und ich will halt nicht sofort irgendwas als irgendwie super schlimm labeln oder sowas, ohne dort gewesen zu sein. Ich bin extrem gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es anders ist. Und ich werde euch das auf jeden Fall zeigen und mitnehmen dabei. Dazu kann ich auch direkt die Frage beantworten, ob das Praktikum einen Nachteil für mich hat, weil die medizinische Versorgung schlechter ist. Ich denke, das hat überhaupt keinen Nachteil. Ich denke, so eine Erfahrung kann nur Vorteile bringen. In der Anerkennung ist das völlig egal. Ich muss halt einfach meine Formulare, ist auch gut, dass ich das ausspreche, weil das muss ich tatsächlich noch machen. Ich muss so Formulare ausdrucken und die mitnehmen und die dort eben unterschreiben lassen und dann hier in Hamburg vorlegen beim Landesprüfungsamt und das sollte gar kein Problem sein. Dann kam noch eine Frage zur Unterkunft und Flug und zwar, ob ich das selbst zahlen muss. Ja, sowas ist tatsächlich nicht günstig. Ich habe halt eben jetzt auch die günstigere Option mit der WG-Unterbringung für mehr als die Hälfte der Zeit genommen. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass man in einem anderen Land lebt. Man kann irgendwie versuchen zu sparen. Ich habe das tatsächlich wirklich von meinem erarbeiteten oder ersparten Geld jetzt bezahlt, weil mir die Erfahrung einfach wert ist. Aber es ist natürlich schon kostenaufwendig, allein schon so eine weite Anreise und dann eben einen ganzen Monat irgendwo zu leben. Aber es gibt halt auf jeden Fall Wege, wie man das einfach ein bisschen mehr low-budget gestalten kann. Ich kenne ja auch viele, die dann zum Beispiel ihre Wohnung untervermieten oder sonst was. Viele haben mich auch gefragt, ob ich euch ein paar Tipps geben kann, für was ich denn so mitnehme. Und ich habe mir wirklich sehr lange darüber Gedanken gemacht, weil es einfach ein komplett neues Umfeld ist und tatsächlich auch ich in dem Land arbeiten werde. Und das Erste ist halt, ich habe von diesen Handschuhen noch, glaube ich, 5 Packungen im Koffer, weil ich denke mir so, better safe than sorry. Und wenn ich sie nicht mehr aufbrauche, kann ich sie auch einfach dort lassen. Denn im Krankenhaus sind Handschuhe immer zu gebrauchen. Und tatsächlich habe ich auch recht viele Flaschen Desinfektionsmittel bestellt. Die sind nur einfach noch nicht angekommen. Und
ja, das ist halt auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr viel Platz in meinem Koffer einnimmt. Deswegen, wenn ihr überlegt, so eine Formulatur im Ausland zu machen, vielleicht schon nicht im europäischen Ausland, dann plant euch genug Platz ein. Noch ein Gadget, was ich euch sehr ans Herz legen kann, ist eine Schlafmaske für den Flug. Diese Schlafmaske ist auch von Amazon. Sie ist aus Seide. Jetzt kommt die zukünftige Dermatologin aus mir raus. Seide ist so toll für eure Haare, für eure Haut. Die darauf zu schlafen, das auf euer Gesicht zu packen, ist so toll. Und es ist extrem, extrem weich. Also so, ihr könnt damit schlafen, alles wird abgedunkelt. Also für den Flug wird das, glaube ich, wirklich mein Lifesaver. Und was ich auch unbedingt allen empfehle, ist eine gute Reiseapotheke. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Mückenschutzmittel eingepackt. Natürlich die typischen Tabletten gegen Übelkeit, Erbrechen, Schmerztabletten. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist in einem Land wie Sansibar, ist eine Malaria-Prophylaxe dabei zu haben. Dafür müsstet ihr vor eurer Reise zu einem Truppenmediziner gehen oder zu einem Facharzt für Reisemedizin und ihm sagen, wo ihr hinfahrt. Und wenn da irgendein Risiko besteht, dass dort Mücken sich aufhalten, die eben Malaria übertragen können, braucht ihr das unbedingt. Man fängt auch an, das 2 Tage vor der Anreise einzunehmen und es wird empfohlen, das eben dann über die Reise hinweg zu nehmen. Ich bin schon sehr gespannt, wie ich das vertrage. Ich habe bei einigen gehört, die fanden das nicht so cool, bei anderen haben überhaupt nichts gemerkt und das ist halt etwas, das müsst ihr euch unbedingt auf die To-Do-Liste schreiben, wenn ihr nach Ostafrika reist. Eine weitere sehr praktische Sache ist diese Bauchtasche hier, die ich mir bestellt habe. Natürlich wieder in rosa. Meine ganze Familie hat mich echt ausgelacht, weil meine Schwester hat mir gesagt, sie könnte mir auch ihre ausleihen, aber die war halt nicht rosa, deswegen wollte ich meine eigene haben. Die kann man sich halt super, ich trage halt jetzt so ein weites Oberteil, die könnt ihr euch super hier drunter schnallen und man sieht halt einfach nichts. Und das ist extrem praktisch, wenn ihr einfach ein paar Wertsachen oder Geldscheine einfach sehr nah an eurem Körper tragen wollt und ja, die ist auch überhaupt nicht teuer. Ich kann euch auch alle Produkte, die ich bestellt habe, einmal in der Bio verlinken und wo die her sind. Und dann könnt ihr sie einfach nachkaufen. Noch etwas, was ihr beachten müsst, ist die Arbeitskleidung. Ich muss tatsächlich meine Arbeitskleidung selber mitbringen. Ich habe hier einen ganzen Packing Cube voll damit. Die Packing Cubes kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen, denn es spart sehr viel Platz im Koffer. Das ist auch ein Set von Amazon. Und ich habe halt eben 2 Farben, weil man will auch ein bisschen Abwechslung haben. Einmal dieses Minzgrüne und einmal Dunkelblau. Und ich habe jetzt, ich glaube, 4 Paar insgesamt, die ich einfach immer wechseln kann und auch noch genug Zeit habe, die Sachen zu waschen. Noch eine wichtige Sache ist, dass ihr am besten so eine kleine Kabeltasche dabei haben solltet mit Powerbank und Adapter, denn tatsächlich habe ich mir einfach so einen Multi-Use-Adapter gekauft. Der hat hier wirklich 10.000 verschiedene Fächer, damit ich wirklich auf der sicheren Seite bin. Und das werde ich auch die ganze Zeit mit mir rumtragen. Weil das Schlimmste, was mir tatsächlich passieren kann, ist, dass mein Handy nicht funktioniert. I am like this, I'm sorry. Noch etwas, was mir wirklich hier Backpacker-Vibes gibt, aber es ist halt mega praktisch, sind Mikrofaserhandtücher. Die kommen schon in so einer Handtasche und natürlich wieder in Pink. Was denn sonst? Und die kann man halt einfach mitnehmen. Das ist einmal ein großes und ein kleines. Ich werde das nicht für mein Gesicht benutzen, sondern mein Gesicht irgendwie anders trocknen. Weil Leute, ich kann nicht 1 Monat lang ein Handtuch für mein Gesicht benutzen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr praktisch und halt eben super, super platzsparend. Und noch ein kleiner Skincare-Tipp an mich. Wenn ihr einen langen Flug habt oder wenn ihr generell irgendwo hinfliegt, ist es super wichtig, seinen Sonnenschutz aufzufrischen. Ich habe hier einmal so ein Setting Spray gefunden, welches einen Lichtschutzfaktor von 30 hat. Und einfach, wenn ihr so weit oben in der Luft seid, ist die UV-Strahlung einfach so viel stärker. Und auch wenn es bewölkt ist oder sowas, die UVA-Strahlen sind die, die die Alterung vorantreiben. Und die kommen auch durch die Wolken, vor allem in der Höhe. Und das ist so praktisch. Ihr macht es einfach auf, schüttelt das und könnt das einfach einmal über euer Make-up sprühen. Ich muss zugeben, das riecht irgendwie bisschen intensiv, aber es macht tatsächlich auch nochmal das Make-up schön frisch. Noch eine Sache, die ich eingepackt habe, sind OP-Masken. Die sind auch rosa. Ich glaube, das sind ziemlich viele. 100 Stück wird mir auf jeden Fall reichen für 1 Monat. Aber man weiß nie, vor allem seit Corona, weiß man echt nie, wann man so eine Maske gebrauchen könnte. Und ich wollte euch noch einmal zeigen, was für einem Level of Obsession meine Skincare und Haircare und Make-up-Liebe ist. Denn ich habe nicht eine, nicht 2... nicht 3, sondern 4 Make-up-Taschen, denn die andere packe ich erst morgen ein, weil ich mich ja natürlich morgen noch fertig machen muss. Ja, das ist ein bisschen der Struggle. Das nimmt wirklich meinen meisten Platz ein und könnte eigentlich einen eigenen Koffer gebrauchen. Aber ich kann euch auch wirklich nur anraten, genug Sonnenschutz einzupacken. Ich habe hier eine Tasche nur mit Sonnenschutzprodukten.
Eine Tasche ist nur voller Haarprodukte, weil einfach, wenn ihr euch länger in einem heißen Land mit auch Salzwasser aufhaltet, brauchen eure Haare einfach mehr Pflege. Und dieses Täschchen hier war auch in dem Amazon-Set enthalten. Ich finde das auch extrem süß. Man kann das einfach aufmachen und so aufhängen und da ist meine ganze Skincare-Routine drin und noch ein paar Zahnpflegeprodukte. Ja, die Zahnis werden jetzt stolz auf mich, dass ich an Interdentalbürsten und Zahnzwischenraumbürsten gedacht habe. Wie dumm, das ist einfach das Gleiche. Naja, die Zahnis sind trotzdem stolz auf mich. Das war jetzt so ein bisschen zu dem, was ich gepackt habe. Ich muss noch erwähnen, zum Thema Kleiderwahl wurde mir gesagt, dass man eher darauf achten sollte, vor allem wenn man in den Städten unterwegs ist oder auch zwischen Einheimischen, sich ein bisschen an, seinen Kleidungsstil ein bisschen anzupassen. Denn es ist ein muslimisches Land und es wird einfach empfohlen, aus Respekt auch seine Schultern und Knie zu verdecken. Ich habe deswegen viele so flowy Röcke und Kleider eingepackt und einfach Leinenhemden oder Leinenhosen. Das ist auch sowieso besser für eure Haut, denn keine Bräune ist gesund. Viele haben sich auch gefragt, auf wie viele Kosten das dann am Ende hinausläuft. Ich habe jetzt mal probiert, das auszurechnen. Tatsächlich ist die Unterkunft, die mein Freund und ich später haben, etwas teurer. Das hat, glaube ich, für zwei Personen 1000 Euro gekostet. Deswegen ungefähr 500 Euro pro Kopf. Dann die ganze Service-Fee der Organisation plus Unterkunft, das waren auch um die 600 Euro. Es ist aber die Organisation und die Unterkunft zusammen. Somit sind wir schon bei 1100 Euro, dann kommt noch der 900 Euro Flug dazu und dann sind wir eben für Anreise und Unterkunft bei ungefähr 2000 Euro für einen Monat. Was man tatsächlich auch noch braucht, ist natürlich Geld, um dort zu leben. Ich kann noch nicht einschätzen, wie dort die Preise sind, aber ich würde da auf jeden Fall auch nochmal mit mindestens 1000 Euro rechnen und auf jeden Fall noch mehr, falls man irgendwelche Ausflüge machen möchte. Es gibt nämlich ja auch Möglichkeiten, auch Sansibar aus Safaris zu buchen oder verschiedene Bootstouren. Und ich sage euch deswegen, es ist kein günstiger Spaß und ich will da auch ganz ehrlich mit euch sein, dass man sich darauf einstellt und vielleicht rechtzeitig anfängt, mehr zu arbeiten oder zu sparen, weil mich hat das tatsächlich jetzt ein bisschen überrascht, dass sich die Kosten halt wirklich immer mehr geleppert haben. Ich glaube, das war es auch tatsächlich schon mit meinem Q&A. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfallen mit der Länge des Videos und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, mich hier auf YouTube zu sehen. Ihr könnt ja mir wirklich mal einen lieben Kommentar schreiben. Das würde mir sehr viel Freude bereiten, vor allem, weil das einfach mein erstes richtiges YouTube-Video ist. Die OGs wissen, dass ich schon mal 2020 probiert habe, meine YouTube-Karriere zu starten und das Video war dermaßen cringe, dass ich das runtergenommen habe. Deswegen, wir löschen das jetzt aus unseren Köpfen und das ist jetzt mein erstes Video und bitte supportet mich und abonniert meinen Kanal, das sagt man ja immer bei YouTube. Und falls ihr wirklich von YouTube kommt und nicht von meiner anderen Plattform, dann könnt ihr euch eine andere Plattform auch angucken, weil dort gibt es mich täglich zu sehen. Dann kann ich euch täglich auf die Nerven gehen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal welcher Wochentag gerade ist. Ich weiß nämlich noch nicht, wann ich das Video hochlade. Und ja, ich schicke euch ein Küsschen. Ciao!